Kapitel 13 – Verlassene Walfangstation. Pierce durchquerte die Docks, wo bekannte und neue Gesichter gleichermaßen ihr Ende fanden. Überall streiften die Sklaven des Leviathans auf der Suche nach einem Opfer umher. Nachdem Pierce sich seinen Weg gebahnt und die Wahrheit über den Ursprung des Kultes und dessen Gründer erfahren hatte, erreichte er endlich die Walfangstation. Er hoffte, auf Sarah Hawkins zu treffen, bevor sie eine gravierende Entscheidung trifft. Und ich dachte immer noch, die wäre schon längst tot. Hither thou shalt be free. Sarah is with those bastards. I gotta find her quick. Hm, klar. Aber erstmal Tagebuch konsultieren. Sarah Hawkins, sie ist hier? Eine Art verlassener Fischmarkt? Ich höre etwas. Was ist das auf der anderen Seite? Wer ruft da nach mir? Oh nein, bitte nicht. Okay, dann ja, gehen wir mal, ne? This tank seems strong enough to break down the door. Sind wir denn hier alleine? A rope and a hook. Could use that to hold the reservoir back. Ziemlich starkes Seil, an dem ein Metallhaken befestigt ist. Damit müssten schwere Gegenstände gehoben worden sein. Es sieht stark genug aus, das Gewicht des Tanks zu halten. Warum will er das denn jetzt befreien da? Hier sind wir reingekommen, oder was? Locked. Let's hope the key isn't far. Von hier aus können wir auch mit dem Tank nichts machen, ne? Sarah Hawkins was probably taken behind this huge door. Ja, lass find a way to get through. Nein, lass sie doch einfach da drinnen. Oh, Hilfe. So, wir brauchen irgendwie einen Schlüssel für irgendwas und müssen das Seil an irgendwas befestigen. Another volume of the Reverend's wife's diary. Dies sind die letzten Einträge der Frau des Reverends. Ihr Ehemann hat alle Gläubigen zu einer letzten Zeremonie zu Ehren des Leviathan herbeigerufen. Sie fürchtet, dass der Reverend sie alle an dieser Abscheulichkeit opfern will. Sie versuchte zu entkommen. Wahrscheinlich würde ihr Körper deshalb in einer Höhle unter dem Anwesen gefunden. Okay. Sparen wir unser Licht mal auf hier. Hier muss... Ah, hier, hier. Looks like a page from a log from 1847. Okay. Freitag, 4. Juni 1847. Wir werden zunehmend hungriger. Selbst die kleinsten Fische scheinen das Meer verlassen zu haben. Wenn ich nicht schnell genug eine Lösung für diese Krise finde, wird Fitzroy die Meuterei anzetteln. Jeden Tag laufen mehr und mehr Männer zu ihm über. Nur Hawkins bleibt als guter zweiter Offizier an meiner Seite. Ich muss etwas finden, bevor ich sie alle verliere.
Mir geht die Zeit aus. O gnädiger Gott, hilf mir. Mittwoch, 9. Juni 1847. Fitzroy hat einen gewaltigen Wal weiter südlich entdeckt, den größten, den wir je gesehen haben. Es war schwer, ihm zu folgen. Wenn ich an all das Geld und die Nahrung denke, die dieser Fang uns bringen könnte, segne ich den allmächtigen Gott für diese Gnade. Wir werden dieses Biest fangen und erhobenen Hauptes zurückkehren. Fitzroy mag nach mehr Macht streben, aber er wird sehen, wie gut ich mein Schiff im Angesicht dieses Monsters im Griff habe. Ich werde meine Männer erinnern, wozu ich imstande bin. Wer hat das geschrieben? Ich dachte, wir finden hier eher einen Schlüssel, aber hier haben wir jetzt alles gefunden. Was sagt uns das denn jetzt? Wer hat das denn geschrieben? Okay, Schlüssel, sehr schön. Hier war was. Fuller was a crew member too. Interesting. Mittwoch, 23. Juni 1847. Ein bitterkalter Morgen. Diese Bestie erforderte hohe Opfer. Meine halbe Mannschaft ist tot. Noch nie habe ich so etwas erlebt. Ich kann kaum beschreiben, was passiert ist. Es ist, als könnte diese Kreatur in unserem Geist sprechen. Herr, dies ist dein Werk? Manche meiner Männer sind verrückt geworden und über Bord gesprungen. Dieses Ding ist kein Wal, es ist weit größer. Es hat das Schiff fast ausgeweidet mit seinen Tentakeln. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wir waren uns unseres Todes sicher, bis meine Harpune endlich den Schädel des Monsters durchdrang. Die Mannschaft ist sehr mitgenommen. Fuller schaute nach dem Verwundeten, aber ich fürchte, dass sich manche nicht erholen werden. Wir müssen nach Hause zurückkehren. Wenn dies die Antwort Gottes auf meine Gebete ist, muss ich ihn entzürnt haben. Immerhin haben wir etwas gefangen. Hoffentlich ist dies unsere letzte Prüfung. Alles klar, deshalb sah das auch so anders aus. Die haben also keinen Wal gefangen, sondern ja so ein Oktopus, so ein Krakenvieh. Was anscheinend irgendwie ein mythisches Wesen war, weil es hat denen ja Kräfte verliehen und dadurch ist ja alles erst in den Bach runtergegangen. Und im Grunde war der Charles einer der Guten, ne? Den wir immer für den Schlechten gehalten haben. So, jetzt war hier die Leiter, ne? Der wollte ja auch nicht, dass seine Frau da dem Kult weiter verfällt. Und war der Einzige, der dem einen Captain da weiter auf zur Seite stand, wer auch immer er war. Kurbelräder, alles klar. Warte mal hier. I'll be lucky if it's still sharp enough. Das Messer ist rostig, kann aber noch verwendet werden, um das Seil durchzuschneiden wahrscheinlich. Was hier? Ach, nur der Durchgang. Oh, hier ist nochmal. It mentions the Leviathan. How it drove the sailors mad. Freitag, 25. Juni 1847. Die ganze Mannschaft ist dem Wahnsinn verfallen. Sie sprechen von Träumen, Visionen, von einer albtraumhaften Stadt und einem gewaltigen Gott, der darauf wartet, dass sie ihn erwecken. Wahnsinn! Ich habe mich in meine Kabine eingesperrt. Lange werde ich nicht durchhalten. Fitzroy hat 12 Mann auf seiner Seite. Wer zögerte, wurde ihrem neuen Gott geopfert. Ich bitte dich, allmächtiger Gott, hab Erbarmen mit unseren Seelen. Dies wird mein letztes Gebet sein. Zeige ihnen das Licht, Herr, ich bitte dich. Ich kann sie flüstern hören. Ich höre ihre Stimmen. Sie kommen. Doesn't work. Okay. Alles klar. Muss ich jetzt hier drauf? Nee. Ah, da oben. This should stop the cart from moving. This should help me get the tank swinging. Hm?
doesn't work. Hä? I need something to cut the rope to release the tank against the door. Ja, wie gut, dass wir ein Messer gefunden haben, ne? Ei, wir haben 3 Punkte gefunden. Wir haben das Tagebuch. Sollen wir konsultieren? Das brauchen wir aber nicht. Wir können noch mal die Punkte vergeben. 3 an der Zahl. So, das Einzige, wo wir noch 3 haben, ist hier. Dann machen wir das auf 4. Und was haben wir hier noch irgendwie? Irgendwas, was am schnellsten jetzt irgendwie gelevelt wird? Nein. Dann nehme ich noch mal Stärke und... Ich habe keine Ahnung. Hier. Keine Ahnung, ich glaube, wir müssen reden. Habe ich so im Gefühl. Sarah Hawkins finden, ja. Also er will sie finden, nicht ich. Komm ich nochmal hier runter? Hallo? Hat er die Leiter hier weggerissen? Ich will doch da gar nicht rein, Mensch. Wer denn? Sarah? Hab ich angekotzt. Who is this? The quest for truth requires sacrifice. There's no room for compassion. Who's there? Your stubbornness, wanting to help others who would have deserted you, is a weakness. Fate leads us inevitably to solitude, and in one's final moments, one is always alone. You can't escape it forever. It will always find its way. Was? Was ist das denn jetzt? Muss ich da hingehen? Ich will da nicht hingehen. Aber wenn das schon so klopft, dann gehen wir mal hin, ne? Kann ich hier drin bleiben? Oh, Hilfe. Sailors were going insane. Fitzroy and the mutineers took over the ship and probably killed the captain. Donnerstag, 24. Juni 1847. Fitzroy hat den ganzen Tag über versucht, die Männer aufzumuntern. Manche sind von dem Vorfall noch immer geschockt. Sie erinnern sich an die Schreie ihrer Kameraden, als sie dem Wahnsinn verfielen. Einige der Männer, die noch an Bord sind, verstümmeln sich in dem verzweifelten Versuch, die Visionen zu verbannen. Andere wie Fitzroy nehmen diese Visionen an. Er, Hawkins und Fuller begannen, dieses Monster Leviathan zu nennen. Wie in der Bibel, sie sahen ihn als heiliges Wesen an. Ich sagte ihnen, dass sie damit aufhören sollen, bevor es zu spät ist. Je weiter wir segeln, desto sicherer bin ich mir, dass es nicht das Werk Gottes. Es ist das Werk des Teufels.
Ja, ja, das haben wir alles irgendwie schon gemerkt, dass das hier nicht irgendwie was Tolles ist. Everything points back to the day they brought in that thing. Hm? Ein vergessenes Foto im Büro der Walfangstation. Nur eine Handvoll der Mannschaft der Skilla ist anwesend. Charles Hawkins, Captain Fitzroy und Dr. Fuller sind dabei. Es ist mit dem Jahr 1847 datiert. Was soll man denn... Sarah Hawkins finden, habe ich schon bemerkt, ja. Wie, was ist das denn hier? Sind das Teile von dem Ding? Okay, vielleicht kann man sie nicht sehen. Wo können wir denn hier reinkrabbeln? Hat das einen Grund? Oh nein, jetzt kriegt er wieder seine Panikattacken. Junger Mann, reiß dich mal zusammen. Reiß dich zusammen. Finally awake. How do you feel, Mr. Pierce? Fuller! Son of a bitch! I'll kill you! No. No, I'm not even really with you. Well, to be perfectly precise, I am with you. But not in this cell. What have you done to me? Me? Nothing, really. See, it's one of the exquisite effects of this incredible creature. Leviathan! I see you already know about it. Well, shall we begin? What? Nein! Ich hab doch Nein gesagt, oder nicht? Ja? Hab ich nicht gesagt, ich will das nicht einnehmen? Was ist denn hier los? Ihh. Nicht essen. Okay, wir haben keinen Einfluss mehr darüber. Darauf. Let me take a sample from you. Flesh, blood, spinal fluids. Don't fear. I created the mythological ichor from Leviathan's flesh. Who knows what I can make with you? Scheiße. I need your body for my research. Wir haben es, glaube ich, richtig verkackt. Ja, nicht schlimm. A necessary sacrifice that proves your determination. What is that? Find the truth and be free. Was ist denn hier los?
Ach du liebe Zeit. Nothing's happening. Natürlich nicht. Was müssen wir denn jetzt erst machen? Noch ein Rädchen drehen? Ich weiß ja nicht, was wir hier tun, ne? Oh Gott. Was falsch? Oh, okay, ich verstehe, glaube ich. Jetzt? Nothing's happening. Vielleicht verstehe ich dann doch nicht. Nee, können wir jetzt auch an keinem mehr drehen. Da haben wir anscheinend das Richtige gefunden. Oh! Ich bin runtergefallen. Oh, wie doof. Habe ich das denn jetzt gedreht? Ja, das ist am... Oder da... Ja, also... Tut mir leid. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was los ist. Gehen wir hier lang. Na... Oh Gott, jetzt müssen wir mal den richtigen Weg da finden. So rechts, oh Gott, Hilfe. Das war der hier, ne? Dann hier so, dann hier so, hier so und dann links oder rechts? Oh. Ich habe keine Ahnung, was er da tut. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Nein, nicht gut. Und dann? Hier rüber. Hier lang? Okay. Ich weiß nicht, was er da tut.
Wer bist du denn? Wer seid ihr denn? Pierce! Fitzroy! Time to hoist the white flag. We're not gonna hurt you. I won't go without a fight. Du hast keine Munition mehr. You think you're here of your own accord? Stay back, or I'll put a bullet in your head. Our supreme oracle has spoken. You will follow your destiny. What? In his awakening. Toll, du Held. Awaken and call him.